zeige Ihnen heute eine elsässische Spezialität, Haxe überbacken mit Münsterkäse. So, die Haxe habe ich gekocht in Wurzelgemüse. Die nehme ich jetzt raus. Dann wird die Haut abgemacht. Und dann kommt sie in eine Schale. Und das ist der Münsterkäse. Der kommt jetzt auf die Haxe. Und die Haxe wird überbacken im Herd. Zu Hause macht man das bei 200 Grad 10 Minuten. Die Haxe wird gekocht, vorgekocht mit Wurzelgemüse, mit Sellerie und Zwiebeln, Lorbeerblatt und Pfefferkörner. Bis sie einigermaßen gar ist, nicht ganz so toll. Und dann wird sie rausgenommen und dann wird sie überbacken. So muss die Haxe aussehen, wenn sie aus dem Ofen kommt. Dann kommt der Hopfenschnaps, wird über die Haxe gegossen und dann wird angezündet. Und dazu halten wir selber gemachte Bratkartoffeln und Sauerkraut. Viel Freude beim Nachkochen. Und nun guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de